Gegenstand. Zerkleinertes Quarz kann ich in Sand umwandeln. Okay. Frage ist, wofür ich sonst noch Quarz brauche. Ich werde dich bald bemühen müssen. Da haben wir unseren Mischsand. Ist ja nicht schön. Holz werde ich nicht los. Okay, Schwefel wird langsam echt ein Problem. Ich hoffe, hier ist genug Platz noch zwischen. Gut, das gibt einen guten Puffer. Komm schon, ich muss. Was ist mit dir schon wieder los? Ja, okay, du hast keine Materialien, das verstehe ich. Weil mir aus irgendeinem Grund die Materialien fehlen. Maschinen- und Elektroteile, Maschinenteile fehlen ihm. Wobei ich eigentlich die Materialien habe dafür. Eigentlich. Oh, ich weiß gar nicht, ob die an die Elektrikteile rankommen. Vorsorgen. Oh, cool. Ich kann von den Rohöl kaufen. Die können mir ein Schiff bauen. Und das waren die, mit denen ich handeln konnte. Was haben die eigentlich, was ich gebrauchen könnte? Nichts. Absolut nichts, was ich gebrauchen kann. Ich kann die Ölbohrinsel reparieren für mehr Öl, aber das brauche ich im Augenblick nicht. Was könnte ich? Ich könnte die hier verbessern. Aber im Augenblick verbrauche ich so wenig von meinem Öl, glaube ich. Ich meine, durch die Generatoren müsste jetzt ja Diesel theoretisch mehr verbraucht werden. Okay, so früh gefreut. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich habe so viel Diesel. Aber meine Schwefelsäure sieht gut aus.
Selbstkollision. Deine Selbstkollision interessiert mich nicht. Mich interessiert nur, dass ich dich loswerde hier. Zack, Krach, Bumm, Ente. Oh ja. Mein erstes Glas. Ja, Baby! Cool, er schneidet es auch noch schön in vier Stückchen und transportiert sie komischerweise in viel größeren Blöcken ab. Also jetzt nicht in größeren Blöcken, sondern in mehr Blöcken ab. Aber hey, ich freue mich. Ich habe meinen ersten Glas-Einheiten. Das bedeutet, wir können jetzt mit dem Scheiß hier endlich weitermachen. Alter, das hat lange gedauert. Fuck me. Denn ich brauche eine Fabrik, die mir verbesserte Fahrzeugteile basteln kann. Eisen. Eisen ist immer noch ein extremes Problem hier, habe ich das Gefühl. So, ich muss den hier so bauen. Dass sie immer noch an den Scheiß rankommen. Es ist genug Platz noch. Gut. Hier haben wir das Glas rein. Hier haben wir Stahl rein. Zack. Direkt dahin, wo die Scheiße benötigt wird. Jetzt kann ich die großen Fahrzeuge bauen. Buja! Wo du gerade hier bist, schrotten wir dich. So, Sprit ist vorhanden. Ich brauche eine Tankstelle hier.
Materialien alle vorhanden. BBPR-Treibstoff. Alles gesponsert von eurer Insel. Was habe ich gerade gebaut? Den hier. Sieht der nicht schön aus? So groß. Das ist ein richtiger Monster-Truck gegen die anderen Dinger. Ich meine, was transportieren die anderen durch die Gegend? Ein Bruchteil von dem, was der kann. 60. Die können 20 transportieren. Das heißt ja die dreifache Kapazität von den anderen Scheißteilen. Get fucked. Wieso leite ich da Stahl rein? Das war, ach ja, das war wegen den Baggern. Au, 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 mein Steißbein, au. Au. Ich werde jetzt nicht sofort alle verschrotten, aber ich will einen Großteil erstmal austauschen. Und wenn ich das getan habe, dann kann ich den ganzen Rest verschrotten und neu bauen. Was für Abenteuer erlebst du gerade? Bei gleicher Geschwindigkeit mehr Transportkapazität. Nee, Moment mal. Ich glaube, der ist schneller als die anderen Dinger. Wo lädst du das Zeug denn rein? Das sollte meine Auslastung auf jeden Fall ein bisschen entschärfen. Dauert einen Augenblick, bis die Dinger gebaut sind, aber da kamen sie. Die schicken Stufe 2 Bauteile. Mein Stahlwerk ist voll. Wieso haut ihr den hier nicht voll? Das ist doch Blödsinn. Oh, da kommen sie. 2 volle Ladungen für die. Zip, zip. Ja, und schon mal schön gefüllt. Das heißt, keine Unterbrückung mehr bei der Produktion jetzt. Und ich kann gezielt Einheiten irgendwo zuweisen, jetzt je nach dem Typ, den ich hier habe. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht noch welche von den kleineren brauche, für, wenn ich Stellen habe, wo Fahrzeuge schlecht rankommen, die großen. Dann kann ich immer noch die kleinen einsetzen, aber. Scheiße, das Holz, was ich gerade verliere.
Holz habe ich gerade in reicher Menge, also kann ich die Dinger mal eben austauschen gegen ein neues Fahrzeug. Ich denke mal, mit zwei sollte ich vollends klarkommen, oder? Von den großen. Stahl ist verfügbar. Gummi brauche ich. Was haben wir da? Ein Quarzbergwerk. Ja, wie geil. Was mich nur gerade stört ist, wo kriege ich Dings her? Schiffs- und Stadtbeschädigung. Achso, okay. Ich dachte, das wäre schon repariert. Ich habe doch Autoreparatur angesagt. Eisen fehlt. Ah, okay. Wobei es wird im positiven Bereich produziert, also. Ein neuer Laster. Cool ist, dass er sich schon produziert, obwohl er noch nicht alle Materialien verfügbar hat. Das heißt, er baut schon mal das zusammen, was er kann, und dann den Rest. Erinnere mich so ein bisschen an Original War. Da funktioniert das ähnlich. Und viele andere Spiele machen das auch in der Tat. Space Engineer macht das immer so, dass es das schrittweise, das eine Material verbraucht wird und dann kommt das nächste dran und dann das nächste. Immer einen Schritt und manchmal sogar die mehrere Sachen auf einmal, weil das halt in der Reihenfolge in der Elektronik oder im Bauteil verbaut ist. Glaube ich jedenfalls, dass das so war. Ich brauche ein paar mehr von den Bauteilen, aber ansonsten läuft das ganz gut gerade. Alter, du hast hier tonnenweise Glas, also bitte. Stahl auch in rauen Mengen verfügbar. Ich werde meinen Schottern hier los. Geht doch schon wieder los. Aus, Bebe. Nein, pfui, weg damit. Der glaubt immer, weil die hier entladen, muss er das wieder zurückschleppen auf die Arschseite, aber das soll er nicht. Wisst ihr was? Ihr vollen Nasen könnt euch mal eben verschrotten gehen.
gut. Er hat keine von den Bagger mehr dabei. Und die großen Bagger ist noch nicht. Große Holzfäller ist noch nicht fertig, oder? Uff. Oh. Fuck. Aus irgendeinem Grund habe ich das nicht erkannt. Das ist. Kann ich das irgendwie abbrechen? Ja, wunderbar. Aber wieso will der Harvesten hier? Ich habe ihn da gar nicht zugewiesen. Egal, jetzt ist das zugewiesen. Ich habe jetzt gar keinen Vergleich gemacht mit den anderen Fahrzeugen. Aber das können wir gleich bei den Baggern machen, weil das sind ja die gleichen Rollen für die, so benutzen. Nur andere Aufsätze für die Dinger vorne und andere Lackierungen. Aber seht euch dieses Monstrum von der Erntemaschine an. Klonk. Zip. Ich denke mal, der ist ein ganz klein wenig schneller als die anderen. Das ist eine unglaublich anstrengende Sache, diese dämlichen Baumstümpfe zu entfernen. Ich will gerade mal wissen, was man mit dem Zeug macht. Ob das einfach gehäckselt und klein gerieben wird. Komm schon. Wo ist der Truck? Ich habe extra einen Truck dafür angefordert. Da ist er. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel das Ding schleppt. Oh ja, das sieht gut aus. Der große Kart schneidet, glaube ich, die Bäume einfach schneller klein. Drei Bäume und voll ist das Ding. Ich meine, das ist, als würde er drei Autos bei sich haben. Gut. Holzproduktion ist damit aber auch. So, ein zweites Fahrzeug, damit er genau weiß, was er machen muss. Ihr Kasperle werdet, glaube ich, die ersten sein, die ich austausche, damit ich den Kupfer kriege. Danach euch. Und euch. Die haben mir die Rampe immer noch nicht fertig gebaut. Mich würde interessieren, wo die ganzen anderen Fahrzeuge sind. Tanken die gerade irgendwo? Auf einmal habe ich ganz viele von diesen gelben Dingern, ne? Das ist krass. Eine Fabrik daneben gestellt und schon läuft dieses Ding über. Wenn wir schönes Material haben, machen wir das mal schnell. Oh, schon wieder 4 Stunden im Gange mit dem Ding. Nein, das sind die kleinen Bagger. Ich brauche die großen Bagger.
Bauen wir mal einen. Und noch zwei davon. Oh, los geht's. Der nächste flitzt. Ich glaube, die nächsten waren tatsächlich die großen Köpfanlagen, ne? Genau, hier die riesigen Fahrzeuge. Riesiger Bagger, Großlastwagen für Tank- und Kippmulde. Ich meine, klar, kann man machen. Aber man muss sie wirklich separat herstellen für Tank- und Kippmulde. Das heißt, Warentransport muss immer noch der normale große Lastwagen dann erledigen. Überladene Lastwagen 1 und 2. Oh, das hauen wir uns mit auf die Forschungsplatte drauf. Ich werde eine größere Werkstatt dann brauchen, glaube ich. Oh, es gibt eine Baumpflanzmaschine. Nee, das zeigt mir nur an, wie viel ich davon habe. Wo ist dieser Bagger jetzt hingefahren? Oder? Ach nee, ach, das war ein normaler Truck. Ich war gerade abgelenkt. Okay. Mein Blöd. Noch einen davon und noch mal ein paar mehr davon. Wo du gerade hier bist, lass ich verschrotten. Ich werde gleich noch ein paar mehr ausbauen, aber. Seht ihn euch an mit seiner riesigen Holzsammlung. 60 Einheiten Holz gegen 3 Trucks. Da stinken die kleinen Teile ab. Das bedeutet natürlich auch, ich habe meine Vorräte wesentlich schneller aufgefüllt überall. Ja. Jupp, die Vorräte sehen echt gut aus. Jetzt kommt mal ein großer Bagger. Oh ja, guckt euch dieses Mod. Oh. Okay, die Mulde ist größer als das Cockpit. Ich meine, okay, ist bei denen auch nicht anders, ne? Aber. Ich glaube, der andere bewegt doch ein bisschen mehr. Der kann 6 Einheiten transportieren mit seiner Mulde. Wo ist El Bigo? Oh, Hacke. 20. Das ist fast das Vierfache. Ein bisschen langsamer die Krücke. Wo willst du denn hin? Wollte gerade sagen, Gebiete überschneiden sich nicht. Sag einmal gelunscht und dann hat er seine 20 Einheiten drinne.